Balsamtanne oder Balsamfir. Wie wenden Sie dieses ätherische Öl am besten und sicher an? Dazu gleich mehr. Eine Variante ist, das ätherische Öl zu inhalieren. Oh, das ist, als wenn Sie direkt im Wald stehen würden. Herrlich. Also ein, zwei Tropfen auf die Handinnenfläche verreiben und beide Hände von Nase und Mund und dann tief einatmen. Eine andere Variante ist mit dem Ultraschallvernebler. Also Duftkerze war gestern. Das macht man heutzutage nicht mehr. Bei der äußeren Anwendung der Balsamtanne verwenden Sie bitte ein Mischungsverhältnis 50 zu 50 oder auch 1 zu 1 kann man auch sagen. Also ein Teil Pflanzenöl und ein Teil ätherisches Öl. Am besten Sie nehmen, ja, Sie können auch Olivenöl nehmen, Mandelöl, einfach ein gutes Hautöl. Aber ich empfehle ein Bio-Kokosöl. Kokosöle sind ja extrem vielfältig. Man kann sie zum Braten verwenden, man kann sie einnehmen und man kann sie auch sehr gut als Hautöl verwenden. Testen Sie am besten erst einmal an einer unauffälligen Stelle, also zum Beispiel der Armbeuge, ob sie reagieren. Falls Sie wieder erwarten, reagieren sollten, dann bitte noch stärker verdünnen. Denn ätherische Öle werden mit Pflanzenölen verdünnt. Bitte nicht mit Wasser. Wasser kann die Wirkung noch verstärken. Dieses ätherische Öl bitte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Und falls Sie die Balsamtanne an Ihrem Kind anwenden möchten, dann bitte ein wesentlich höheres Mischungsverhältnis. Also viel mehr als 1 zu 1 oder eben 50 zu 50. Schwangere, stillende Mütter, Kranke und all diejenigen, die ein Medikament zu sich nehmen, die konsultieren bitte vor der Anwendung ihren Arzt.